Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag, die Seidenstraße, Wiedergeburt der alten globalen Handelswege. Unser Referent heute Abend ist Klaus Kilpert und ich darf Sie im Namen der Mannheimer Abendakademie ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Tina Kaufmann, ich bin pädagogische Mitarbeiterin bei der Abendakademie. Und die Veranstaltung heute Abend ist eine Kooperation von Abendakademie, Rhein-Neckar Industriekultur, Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel und Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim. Ist der erste von 5 Vorträgen zum Thema. Und was mich ganz besonders freut, die nächsten 4 finden in Präsenz statt. Also wer möchte, kann dann gerne nächsten Dienstag in die Abendakademie kommen. Der Vortrag findet im Saal statt zum Thema Kautschuk. Melden Sie sich an, wenn Sie in Präsenz kommen wollen. Wenn nicht, wird der Vortrag auch gestreamt. Am gleichen Ort, auf dem YouTube-Kanal der Mannheimer Abendakademie. Dazu müssen Sie sich nicht anmelden. Bevor es jetzt losgeht und ich zuerst an Frau Ritter von Rhein-Neckar Industriekultur übergebe, ein Hinweis. Wenn Sie Fragen haben oder Beiträge zur Diskussion, bitte nutzen Sie den Chat in YouTube. Ja, so viel von meiner Seite. Frau Ritter, jetzt sind Sie dran. Ja, schönen guten Abend. Im Namen von dem Verein Rhein-Neckar Industriekultur begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag über die alte und die neue Seidenstraße. Seit dem G7-Treffen vor 3 Tagen ist die sogenannte neue Seidenstraße wieder ganz vorne in den Schlagzeilen. Gemeint ist damit die One Belt, One Road-Initiative, an der China seit 8 Jahren seine Beziehungen zur Welt ausbaut. Die westlichen Industrienationen haben den Schulterschluss gegenüber der sogenannten aggressiven Wirtschafts- und Handelspolitik betrieben auf diesem G7-Treffen. Ich könnte ja jetzt behaupten, dass wir von der Rhein-Neckar Industriekultur diese Veranstaltung so punktgenau geplant haben. Tatsächlich aber mussten wir diese Veranstaltung schon seit mehr als einem Jahr immer wieder verschieben. Dieses einsame Jahr haben wir genutzt, um uns in die Geschichte zu vertiefen und nach den Spuren des Kolonialismus in Mannheim zu suchen. Wir haben dabei mit Bestürzung festgestellt, wie wenig wir von der Geschichte der Länder außerhalb Europas eigentlich wissen. Wir, sind praktisch alle, die an der Veranstaltungsreihe mitarbeiten. Und das ist eine sehr fruchtbare und erfreuliche Kooperation zwischen unserem Verein, dem Bündnis für gerechten Welthandel und dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim. Und dass uns die Abendakademie so freundlich aufnimmt und verbreitet, dafür bedanken wir uns natürlich auch sehr herzlich. Der heutige Vortrag über die alte und neue Seidenstraße führt uns zunächst in eine Antike, von der ich so gut wie keine Ahnung hatte. Weder über die zeitlichen noch die geografischen oder kulturellen Dimensionen. Die Geschichte geht weiter mit dem Eindringen der europäischen Kolonialmächte nach Asien ab dem 19. Jahrhundert. Hier wurden Grundlagen gelegt, die bis heute nachwirken. Ich wünsche uns allen eine lehrreiche Stunde mit dem Vortrag von Klaus Kilpert. Er arbeitet bei der Industriekultur mit und befasst sich seit Jugendjahren mit China. Er hatte daher das Glück, beruflich mehrmals dieses faszinierende Land zu bereisen, seine rasante Entwicklung zu beobachten und dort auch einige Zeit zu arbeiten. Vor 3 Jahren ist er als Tourist über Land der alten Seidenstraße von Zentralasien durch China bis zum Pazifik gefolgt. Klaus Kilpert hat jetzt das Wort. Danke. Ja, guten Abend zusammen. Ich möchte Ihnen in dieser etwas mehr als einer Stunde die Seidenstraße vorstellen, was natürlich eine Herausforderung ist, weil das ist ein riesiges Gebiet und ich werde es versuchen, Ihnen ein bisschen die Faszination herüberzubringen.
Die Seidenstraße, Wiedergeburt der alten globalen Handelswege. Ich muss es also nochmal probieren. Einen Moment bitte. Okay. Nein, das geht nicht. Entschuldigen Sie. Während der Herr Kilpert hier noch mit ich der arbeite Technik noch ein bisschen dran, genau, entschuldigen Sie bitte. Ist, vielleicht einfach noch die Vorankündigungen auf die nächsten Vorträge ein bisschen ausführlicher. Frau Ritter, kriegen wir die Reihenfolge jetzt so ohne Unterlagen zusammen? Also nächste Woche ist Kautschuk, das schwarze Gold der Tropen, dran. Dann 14 Tage später müsste es um Butter und Speisefette gehen. Der Herr Kilpert probiert es nochmal. So, ich glaube, es funktioniert. Wunderbar, dann bin ich wieder weg. Entschuldigen Sie. Ja, also nochmal, die Seidenstraße, Wiedergeburt der alten Handelswege. Ich will Ihnen eine kurze Einführung geben, dann ein Kapitel über die historischen Seidenstraßen versuchen zu vermitteln. Dann der dritte Punkt wird sein, die Zwischenzeiten, das heißt vor allen Dingen im Mittelalter bis zu der Kolonialzeit, also bis praktisch an das 20. Jahrhundert heran. Und da gibt es eben auch den Aspekt der deutschen Kolonialzeit in China. Und dann komme ich zu dem, was ganz sicher momentan politisch am aktuellsten ist, nämlich die neue Seidenstraßeninitiative der chinesischen Regierung, was unter BRI abgekürzt wird, die Belt and Road Initiative. Und zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Ja, als Überblick ein Blick auf den Globus oder auf die Landkarte, die zeigt, was für Dimensionen diese Seidenstraßen haben. Sie sehen hier die Zusammenfassung der neuen Seidenstraßen, der Routen, die im Moment geplant sind oder teilweise auch schon realisiert worden sind. In Rot die Seewege, die ganz wichtig sind, die sogenannten maritimen Seidenstraßen in Blau und die alten Seidenstraßen in Grau. Wenn man sich die Dimension ansieht, Sie sehen unten diesen Maßstab, 500 Kilometer. Insgesamt sehen Sie hier einen Ausschnitt und ungefähr ein Drittel des Globus, des Umfangs des Globus. Ja, auf
das vielleicht ein bisschen im Gedächtnis behalten. Das, was wir im Allgemeinen unter den Seidenstraßen oder der alten Seidenstraße hauptsächlich verstehen, ist eigentlich dieser Teil hier, also quasi die Verbindung zwischen dem Mittelmeer, Irak, Iran, Afghanistan, dann die anderen Stan-Länder und China im Nordwesten, beginnend bis dann Lanzhou oder Xi'an und dann bis an den Pazifik. Die Seidenstraßen können als erste globale Handelsroute angesehen werden zwischen Pazifik und Mittelmeer oder je nach Anschauungsweise auch umgekehrt. Und in den Überschrift Seidenstraße erscheinen in den letzten Jahren fast täglich Meldungen in den Medien. Es wird vor allem über politische Strategien und wirtschaftliche Initiativen im Zusammenhang mit dem BAE-Projekt berichtet. Das ist das, was wir im Moment in der Presse haben und in den Nachrichten haben. Das war auch ein Hauptpunkt des G7-Treffens in Cornwall. Aber natürlich auch über die Stätten des Weltkulturerbes der historischen Seidenstraße. Da gibt es mehrere. Eine habe ich jetzt aufgeführt. Das ist das Weltkulturerbeprojekt Seidenstraße, das Straßennetzwerk der Tian Shan-Korridors. Das ist der Korridor im Nordwesten von China. Zu den historischen Seidenstraßen, dieser Begriff ist ja nun wirklich sehr einprägend. Der stammt eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts von dem deutschen Geografen Ferdinand Freiherr von Richthofen und hat ihn 1877 geprägt. Den Herrn von Richthofen werden wir später nochmal erleben, weil er auch eine sehr wichtige Rolle bei der deutschen Kolonie in China Ende des 19. Jahrhunderts spielen wird. Die Seidenstraße stellte ein weitreichendes Geflecht von Handelswegen in Asien dar. Das heißt, eigentlich müsste man nicht von Seidenstraße sprechen, sondern von Seidenstraßen. Das heißt eigentlich immer in der Mehrzahl benutzen. Dazu gehören aber nicht nur die Routen über Land, sondern es gehören dazu auch alte Seerouten, die sogenannten maritimen Seidenstraßen, die in vielfältiger Weise mit den Landwegen verknüpft waren und auch heute eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Ursprünge gehen weit vor das Jahr Null. Zhang Qian, ein Gesandter des Han-Kaisers Wudi, hatte ungefähr 140 vor Christus den Auftrag, die Verbindung im zentralasiatischen Staaten zu knüpfen. China war damals von den Xiongnu tributpflichtig abhängig. Das ist eine zentralasiatische Reiternomaden. Und China musste pro Jahr ca. 100.000 Meter Seide abgeben an diesen Stamm, an diese Reiternomaden. Eine weitere Aufgabe war natürlich zu berichten, über jenseits der Grenzen gehandelte und begehrte chinesische Produkte, indem man also eventuell Geschäftsopportunitäten identifizieren konnte. Ob er nun ein Gesandter war oder eben letztendlich auch ein Spion für die chinesische Zentralregierung, mag jetzt mal dahingestellt sein. Die Routen und Ausmaße, es sind enorme Entfernungen, auch heute noch, aber damals natürlich noch viel mehr. Die wichtigsten Landrouten verliefen von China über Zentralasien, den ganzen Mittleren Osten mit entsprechenden Abzweigungen, sowohl in die Steppenregionen, aber auch nach Tibet und Indien und Südostasien und Korea. Im Westen ging es bis zum Kaukasus, ins Kaspische Schwarze Meer und letztlich auch bis zum Mittelmeer. Die maritimen Seidenstraßen wurden von der Ostküste Chinas, Südostasien, Indien, Persien, der Nahe Osten, die Mittelmeeranrainer Ägypten erreicht. Im Osten gab es noch einen Abzweig nach Japan.
Sie sehen, das sind enorme Entfernungen, die damit überbrückt worden sind. Jetzt habe ich Ihnen ein paar Bilder zur Erholung eingeblendet von ein paar wichtigen Stationen. Persepolis auf dem Teil der Seidenstraße, der mit zu diesem Geflecht gehört, praktisch dem Königsweg, den der persische König Darius eingerichtet hat und praktisch auch mit der Seidenstraße verknüpft wurde. Das ist das Tor aller Länder in Persepolis. Sie wissen vielleicht, durch dieses Tor aller Länder wurden einmal im Jahr die tributpflichtigen Delegationen der Länder des Persischen Reiches empfangen. Die haben dann ihre Tribute abgegeben. Isfahan im Iran, auch im Iran, die Kuppel der Sheikh Lotfollah Moschee am Maidanplatz, einer der schönsten Plätze überhaupt weltweit, ist auch ein, gehört auch mit zu den Kulturerben an der Seidenstraße. Samarkand, jetzt sind wir im Zentralasien, Samarkand, heutige Usbekistan, der Registanplatz. Bei Registanplatz eigentlich wortlich übersetzt nur Sandplatz heißt. Sie sehen, man kann auch schöne Sachen auf Sand bauen. Pamir, das Gebirge, praktisch Grenzgebirge zwischen Kirgisistan, Kasachstan und der Chinesischen Volksrepublik. Eine Pforte oder ein Pass, Pässe, die entsprechenden Karawanen auf der Seidenstraße zu passieren hatten. Kaschgar ist praktisch ein zentraler Handelsplatz gewesen, Umschlagpunkt, Kreuzungspunkt auf der Seidenstraße, heute in der chinesischen autonomen Provinz Xinjiang. Früher hieß das Xinjiang. Dazu komme ich noch, beziehungsweise werden wir noch mehrfach hören in dem Vortrag. Kaschgar war ein Kreuzungspunkt nicht nur in Ost-West-Richtung, sondern auch in Nord-Süd-Richtung, dem es dann teilweise ging bis über den pakistanischen Korridor unten ans Meer. Dunhuang, Mondsichelsee, das ist jetzt schon Richtung Taklamakan-Wüste. Wie man vielleicht auch sieht, eine alte Karawanenoase. Ja, und hier sind wir in Jiayuguan. Das ist das Westende der großen Mauer am Hexi-Korridor. Der Hexi-Korridor ist ein Passkorridor, der praktisch Ost- oder Westchina mit Xinjiang oder Xinjiang von dem zentralchinesischen von Zentralchina trennt. Da wurde eine entsprechend große Festung gebaut im 14., 15. Jahrhundert und das war auch das Westende der großen Mauer. Wenn man im Hintergrund sieht, die Figuren, die man sieht, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, zeigen die Darstellungen von Wandermönchen, die der Seidenstraße gefolgt sind, um buddhistisches Wissen zum Beispiel in Indien zu erreichen. Ja, und Xi'an ist bei der alten Seidenstraße, bei der historischen Seidenstraße, einer der Endpunkte gewesen, obwohl es stimmt nicht ganz, es geht natürlich noch weiter, aber Xi'an war eigentlich die alte chinesische Kaiserstadt, war eines der End- oder Startpunkte, je nachdem, wie man das nennen will, mit der Wildganspagode und dem Mönch Xuanzang, ein sehr bekannter Wandermönch, der in dieser Zeit, Sie sehen das, 602, 664, gegen den ausdrücklichen Wunsch und das Verbot des chinesischen Kaisers sich über die Seidenstraße nach Indien aufmachte, um dort an den Quellen der Buddha-Religion entsprechend die Erleuchtung zu erhalten, beziehungsweise sich dort zu informieren und eben diese
diese Kenntnisse in Schriftstücken und Ähnlichem mehr zurückzubringen. Und natürlich, das ist immer sehr faszinierend für jeden, der in Xi'an war, ist die Terrakotta-Armee auch in Xi'an zu sehen. Ja, wie lief der Handel über die alten Seidenstraßen ab? Die Karawanen brauchten circa 2 Jahre in der Strecke China-Mittelmeer. Und wie man sich dann vorstellen kann, bestritten sie selten den langen Weg am Stück, sondern die Ware ging der Seidenstraße von Hand zu Hand, so eine Art Staffellauf über viele Zwischenhändler. Es wurde Seide gen Westen transportiert, aber auch Gewürze, Porzellan, Tee und viele Schmuggelgüter. Warum Schmuggelgüter? Ja, weil die chinesische Regierung, da komme ich später nochmal dazu, immer ein Open- und Closed-Politik betrieben hat. Das heißt, manchmal hat sie die Tore heruntergelassen, da ging gar nichts mehr oder für bestimmte Waren nichts mehr. Das andere Mal wieder geöffnet. Und je nachdem, was eben benötigt wurde, wurde natürlich dann auch die weniger legalen Wege genommen, um diese begehrten Waren diesen Weg gehen zu lassen. In umgekehrter Richtung bekam China Wolle, Gold, Silber, also Edelmetalle, vor allen Dingen Pferde und auch Sklaven. Seide. Seide war das begehrte Luxusgut aus China. Die Ursprünge der Seidengewinnung reichen über 3000 Jahre zurück. Es war in China bei Todesstrafe verboten, Raupen oder Eier des Seidenspinners außer Land zu bringen. Dass man so etwas nicht durchhalten kann, ist klar. Trotzdem hat es einige Zeit gedauert, bis es soweit war. Da komme ich gleich noch darauf. Im ersten Jahrhundert nach Christus kam die Seide, also als Seidenrohprodukte, beziehungsweise ja, als Produkte über Ägypten, Zentralasien und Asien nach Rom. Dort musste sie natürlich bezahlt werden und die Gold-gegen-Seide-Verrechnung belastete den römischen oder den römischen Staatshaushalt beträchtlich. 500 Jahre später wurde Seide auch in Samarkand und Konstantinopel produziert und verarbeitet. Darum gibt es ein paar schöne Episoden darüber. Die eine lautet, dass eine chinesische Prinzessin in ihrem Haaren ein paar Seidenraupen bzw. Puppen herausgeschmuggelt hat, so quasi als Mitgift für ihre Hochzeit in einem nicht-chinesischen Potentaten. Oder aber, dass ein chinesischer Mönch ein paar Puppen mitgenommen hat, versteckt in seinem Wanderstock. Trotzdem blieb die chinesische Rohseide und Produkte daraus jahrhundertelang Handelsgut und überregionale Währung. Das heißt, damit wurde wirklich bezahlt und auch Handel betrieben. Ja, zwei Bilder. Einmal, wie eben so eine Seidenraupenkokon wieder aufgefädelt wird und die Seidenfäden daraus gewonnen werden. Und das, was man damit machen kann, in dem Fall also auch ein Teppich. Das sind aus Usbekistan aufgenommen. Ja, Funktionen der Seidenstraße. Die Seidenstraßen hatten verschiedene Funktionen. Klar, als erstes die Eroberung und Expansion. Die Seidenstraßen wurden im Westen einmal, wie ich das schon erwähnt habe, durch die Königstraße von Andreas I. ergänzt. Das war die Verbindung zwischen Persien und dem Mittelmeer. Alexander der Große nutzte sie zur Eroberung Persiens, Sogdiens, Baktriens, das heißt im heutigen Usbekistan, Afghanistan. Und er ging auch weiter auf ihn gen Süden bis hinter den Indus. Sein Rückzug nach Babylon erfolgte über den Seeweg
Warum Rückzug? Ja, seine Truppen, seine Offiziere hatten einfach hinterm Indus die Nase voll. Bezüglich der Strapazen dort, das subtropische Klima hat ihm wohl überhaupt nicht gepasst und sie waren ihm schon jahrelang unterwegs. Und dann sah er sich gezwungen, tatsächlich den Rückzug anzutreten, sonst wäre er vielleicht noch weitergegangen. Das chinesische Kaiserreich unter der Han-Dynastie vergrößerte nach dem Sieg über diese schon oben erwähnten Xiongnu zu Beginn unserer Zeitrechnung seinen Einflussbereich über das Tarim-Becken, die Taklamakan-Wüste und den Pamir-Gebirge hinaus bis zum fruchtbaren Ferghana-Tal. Das war sehr wichtig, weil das war doch eine enorme Erweiterung des chinesischen Herrschaftsbereiches. Und vor allem das Ferghana-Tal war sehr wichtig, weil dort gab es eben vor allen Dingen sehr viele Pferdenbestände. In der Zeit ungefähr begann also auch der chinesische Mauerbau. Um das chinesische Reich oder chinesische Herrschaftsbereich gegenüber den aus dem Norden immer wieder einfallenden Steppenvölkern zu sichern. Was letztendlich nichts nutzte, wie man gesehen hat, später mit Genghis Khan. Hier habe ich Ihnen eine Karte aufgezeichnet, was zeigt ungefähr 100 vor Christus die östliche Welt. Und Sie sehen deutlich, dass das chinesische Reich noch nicht diese Ausdehnung hatte, wie man es heute kennt oder wie ich das vorhin gerade auch erwähnt habe. Dieser ganze Bereich hier ist dieser Gürtel von Westchina. Hier drüben ist das Ferghana-Tal, von dem ich gerade geredet habe. Und hier sind diese Gebirgszüge, Pamir-Gebirge und da oben ist das Tarim-Becken. Die Taklamakan und hier ist die Gobi-Wüste. Und hier oben sind diese Steppenvölker, die immer wieder versucht haben, dort einzudringen. Ja, Xinjiang oder Xinjiang heute. Ich komme gleich noch zu dem Vordringen des Islam in diese Richtung. Aber hier vielleicht kurz als Vorgriff. Der Sieg der 751 nach Christus arabisch-iranisch-türkischer Truppen über chinesische Verbände hat zu enormen territorialen Verlusten der Chinesen geführt. Das heißt, die Chinesen wurden wirklich wieder auf ihr Zentralreich oder ihren Zentralbereich zurückgedrängt. Und über 500 Jahre war Xinjiang ein Reich der turkstämmigen Uiguren, Kirgisen und der sino-tibetischen Tanguten. Das muss man einfach wissen, weil sowas wirkt sich natürlich immer noch heute aus, wenn wir um diese Uiguren-Problematik, über diese Uiguren-Problematik diskutieren. In Zentralasien blühten entlang der Seidenstraße entsprechend die Oasen auf. Das waren teilweise sehr große Gebiete. Da sieht man heute nicht mehr sehr viel. Das ist Gaochang im Tarim-Becken, gegründet im 1. Jahrhundert nach Christus. Man sieht noch die Überreste der Bauten. Das sind recht große Areale, die diese Oasenstädte praktisch abdeckten und die auch sehr zur damaligen Zeit sehr erfolgreich, sehr prosperierten. Hier hinten sieht man im Hintergrund tatsächlich eine Moschee. Ja, wer führte diesen Fern- und Regionalhandel durch? Das waren vorwiegend persisch, zentralasiatische, armenische, jüdische, türkisch-muslimische Kaufleute, die das unter Zuhilfenahme von Dolmetschern getätigt haben, wenn sie wirklich große Entfernung zu überbrücken hatten. Ansonsten, wie gesagt, Staffelläufe sind ja nicht unbedingt nötig für große Entfernungen, sondern es sind immer nur Teilbereiche. Ja, und durch die anhaltend zwiespältige Strategie des chinesischen Kaiserreichs, immer den Wechsel zwischen Öffnung und Abschottung, wurde der Handel, kann man sich vorstellen, kompliziert. Also eine Handelsoffensive wurde
Eine Handelsoffensive folgte einer Schmuggeloffensive und umgekehrt wieder. Die soziale Kluft zwischen den Händlern, für die Chinesen Barbaren, und den Chinesen war groß und immer wieder wurden die Handelsrechte mit chinesischen Interessen abgeglichen. Sie sehen, das ist heute ist das nicht mehr so neu. Das ist ein Bild aus der Bergregion, also aus dem Bergrand der Taklamakan-Wüste. Die Taklamakan-Wüste oder das Tarenbecken, von dem ich schon erzählt habe, das Tarenbecken ist einer der niedrigsten Ebenen überhaupt auf der Erde. Das heißt, man hat tatsächlich bis minus 140 Meter unter normalen Null ist dort die Höhe dieser Ebene. Ja, Karawanentransport kann man sich so vorstellen, als ca. 300 Kamele in einer Karawane versammelt waren oder sich fortbewegten, 230 Kilogramm pro Lasttier, 30 Kilometer Strecke pro Tag und 2 Wochen ohne Wasser konnten die Kamele auskommen. Insofern waren sie die idealen Transportmittel auf den Seidenstraßen. Was versagte natürlich den Bergregionen, da wurden dann andere Möglichkeiten, wie Sie dort sehen, genutzt. Wenn die nicht mehr gingen, musste getragen werden. Transportgut waren, weil es eben sehr kostspielig war, vor allen Dingen Hauptluxusgüter. Aus China, wie ich schon gesagt habe, Seide, Pharmazeutika, Jade, Felle, Teppiche, Zimtrinde, Tee. Und nach China, das, was Sie dort sehen, Edelmetalle, Pferde und ähnliches mehr. Auf den maritimen Seidenstraßen waren arabische und persische Händler jahrhundertelang unterwegs. Bereits 878 nach Christus haben sich 100.000 fremde Kaufleute in Kanton Guangzhou niedergelassen. Die einzige Stadt in China, viele, viele Jahrhunderte, der fremde Kaufleute, also nicht Chinesen, überhaupt erlaubt war, sich niederzulassen. Und was sie handeln, sehen Sie dort unten. Das ist ein Bild einer einer der ältesten chinesischen Apotheken in Hangzhou. Hier wird Jade bearbeitet. Ja, und der Tee. Das ist der Longjing-Tee. Aus diesem kleinen Dorf Longjing, der sogenannte Drachenbrunnen-Tee. Das ist eigentlich mit der bekannteste oder berühmteste qualitativ höchststehende Tee in China. Kommen wir zum Kultur- und Religionsaustausch. Die Verbreitung des Hinduismus und Islam ab dem 10. Jahrhundert über die maritimen Seidenstraßen in Südostasien. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus gelangte der Buddhismus entlang der Seidenstraßen nach Zentralasien, ab dem 1. Jahrhundert auch nach China und anschließend Japan und Korea. Die anderen Religionen nahmen ebenso diese Routen. Am stärksten und dauerhaftesten im Netz der Seidenstraßen außerhalb Chinas verbreitete sich der Islam. Wichtig, glaube ich, ist auf jeden Fall der Kunst- und Wissenstransfer. Was kam über die Seidenstraßen aus China? Die spektakulärsten Sachen habe ich Ihnen, die wichtigsten Sachen habe ich Ihnen aufgeschrieben, angefangen vom Papierherstellen, Tafel- und Blockdruck, lange, lange vor Gutenberg, Schießpulver, Kompass, Porzellan und aus Zentralasien ganz sicher wichtige Beiträge zur Mathematik. Das, was Sie dort sehen, kommt praktisch aus Zentralasien und Medizin. Jeder, der den Medikus gelesen hat, kennt ganz sicher Ibn Sina oder Avicenna. Das ist auch dort einzuordnen. Ja, jetzt sind wir eine Zeitperiode weiter, Zwischenzeiten. Seit Beginn des 13. Jahrhunderts unternahmen mongolische Nomaden und Turkvölker die letzten großen Expansionen entlang der Seidenstraße. Das war vor allem Genghis Khan, der dann auch in China
eine eigene Dynastie gründete. Timur oder Tamerlan, mehr im zentralasiatischen Bereich, also Afghanistan, Iran und so weiter. Es folgte die Zeit des sogenannten mongolischen Friedens, in dem der Handel mit Luxusgütern einen neuen Höhepunkt erreichte und damit die Wichtigkeit der Seidenstraße natürlich. Das war auch ganz klar ihr Höhepunkt. Dadurch wuchs auch das Interesse italienischer Kaufleute, vor allen Dingen aus Venedig, am Fernhandel auf den Seidenstraßen. Die zwei mittelalterlichen Seidenstraßenchronisten, die ich wirklich empfehlen kann zu lesen, wer sich für dieses Thema interessiert, ist natürlich Marco Polo, aber den, glaube ich, sehr viele kennen werden mit seiner Beschreibung der Welt, die Reise von Venedig nach China, den vielleicht nicht so viele kennen, den ich aber für mindestens genauso interessant, wenn ich sogar noch interessanter halte, ist ein muslimischer quasi Zwillingsbude, muslimisches Pendant, Ibn Battuta, der mit dem Werk Rila Reisen beschreibt, die er begangen hat. Und das sehen Sie hier auf diesem Schema. Marco Polos Reise ist die rote Linie. Die Routen, die verschiedenen Reisen von Ibn Battuta sind in grün hervorgehoben. Ja, der Niedergang der historischen Seidenstraßen. Wie das so ist, wenn solche großen Reiche zerfallen, gibt es natürlich dann Streit, und das ist das Ungünstige, sind ungünstige Voraussetzungen für Handelswege, die durch diese Länder führen. Vor allen Dingen das Ende der mongolischen Yuan-Dynastie in China war ganz sicher nachteilig für die Seidenstraßen und natürlich dementsprechend zunehmend unsichere Karawanenwege. Das heißt, der landgestützte Handel reduzierte sich auf lokale und regionale Märkte. Ergänzend dazu gelangte zu Land und zu Wasser die unangenehmen Sachen natürlich auch nach Europa. Ganz klar die Pest, die etwa ein Drittel seiner Bevölkerung das Leben kostete. Umgekehrt wurden über diese Wege Scharlach, Cholera, Diphtherie, Syphilis bis nach China getragen. Mit dem Verfall der Landwege stiegen die maritimen Routen auf. Beispielsweise ab 1400 kamen fast alle fernöstlichen Waren für Venedig über das Rote Meer, also über die maritimen Seidenstraßen. Es gab damals noch nicht, wurde ich auch gefragt im Vorfeld, es gab damals noch nicht den Suezkanal. Das heißt, zwischen Rotem Meer und Mittelmeer musste umgeladen werden, ne, auf Kamele meistens. Ganz, glaube ich, nicht so ganz bekannt sind Chinas Flottenexpeditionen. Der zweite Kaiser der Ming-Dynastie, Yongle, kontrollierte mit einer großen Schunkenflotte mehr als 30 Jahre lang die maritime Seidenstraße im südchinesischen Meer, bis über den Indischen Ozean, bis zur Ostküste Afrika. Dieser Admiral Zheng He hat 7 sehr spektakuläre Expeditionen in diesem Raum durchgeführt. Das, was dann folgte, ist für viele ganz sicher unverständlich. Seine Nachfolger zogen sich jedoch vollkommen aus den chinesischen Seeaktivitäten zurück. Also die Yongles Nachfolger. Das heißt, es wurde alles eingestellt, die Flotte wurde sogar zerstört und es gab ein Verbot des maritimen Handels. Man fragt sich natürlich, warum. Ja, das Problem war, glaube ich, damals, dass sie einfach ein Ressourcenproblem hatten. Das heißt, sie hatten eine permanente Bedrohung von Norden durch die Steppenvölker und mussten sich dort verteidigen. Und so eine Flotte verschlang enorme Ressourcen. Und dann hat man sich entsprechend umorientiert. Und letztendlich muss es wohl auch politische Händel gegeben haben am Kaiserhof bezüglich dieser Flotte.
So blieben auch davon nur lokale, regionale Aktivitäten übrig. Zudem begann gerade in diesem Zeitraum die europäische Expansion nach Asien, Vasco da Gama Ende des 15. Jahrhunderts. Um Ihnen mal einen Vergleich zu geben, wie sah denn das jetzt aus mit der Größenordnung von solchen Schiffen dieser Dschunkenflotte, möchte ich Ihnen dieses Bild zeigen. Das zeigt einen Schiffsgrößenvergleich. Die größten Schiffe dieser Dschunkenflotte waren bis zu 135 Meter lang und 50 Meter breit und besaßen 9 Masten. Und das kleine Schiff, haben Sie ganz sicher erraten, was das sein soll, das ist der größte Vergleich zur Santa Maria, mit der Columbus in Amerika gefahren ist. Ja, nun kommen wir zum kulturellen Erbe. Was passierte damit im Niedergang der Seidenstraßen? Ja, das ist eine recht traurige Geschichte natürlich. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden durch westliche Expeditionen viele Kulturgüter entlang der Seidenstraße zerstört oder geraubt. Und viele dieser Kulturgüter befinden sich heute in den orientalischen Abteilungen in Berlin, in Paris oder in London. Teilweise auch in Amerika. Und diese Diskussion beginnt eigentlich jetzt gerade erst, nicht? Wie groß ist das, ist das mit der Restitution und ähnlichem mehr? Zahlreiche Baudenkmäler und Relikte sind heute UNESCO-Weltkulturerbe. Zum Beispiel, das ist nur eine ganz kleine Auswahl, Palmyra, die syrische Karawanenoase, wurde vor einigen Jahren fast vollständig zerstört durch den IS. Persepolis, haben wir schon gesehen, Hauptstadt des alten Perserreiches. Da hat Alexander der Große schon das Seinige getan, dass da nur die Steine übrig geblieben sind. Isfahan, der Maidan, Imamplatz, haben wir vorhin auch schon ein Bild gesehen, zeige ich auch nochmal. Die Buddha-Statuen in Bamyan-Tal, das ist in Afghanistan, die größte Buddha-Statue. Wurde vor einigen Jahren durch die Taliban zerstört, gesprengt. Die 1000 Buddha-Höhlen von Kisil, das ist in der Xinjiang-Provinz China. Da sind teilweise die Malereien brutal mit Hammer und Meißel von diesen Expeditionen, die ich oben erwähnt habe, entfernt worden. Die Stadtkerne von Chiwa, Bukhara und Samarkand. Nochmal die Persepolis, Palastes Darius. In Isfahan der Maidan Imamplatz, dieser wunderschöne Platz. Das ist eine der wenigen Höhlen, die man noch mit der ursprünglichen Bemalung sehen kann, von diesen Kizil-Höhlen. Der allergrößte Teil ist, wie gesagt, zerstört worden. Chiwa, Bukhara. Ja, und in Samarkand das Guemir-Mausoleum, also das Mausoleum von Tamerlan, ist eine Grabliege. Das ist eine ungeheure Pracht, wenn man das sieht, was für eine Kunstfertigkeit auch die damaligen Bauer das errichtet haben. Ja, und jetzt kommen wir zu den weltpolitischen Umbrüchen. Die rivalisierenden Staaten im Nahen und Mittleren Osten, Zentralasien, Nordend China, haben erheblichen Einfluss auf die transkontinentalen Seidenstraßen. Im Laufe dieser Kämpfe wurden Mitte des 18. Jahrhunderts das wichtige Tarimbecken wiederum zurück dem chinesischen Reich als neue Territorien einverleibt. Das ist dieses Xinjiang und der Xinjiang. Sie sehen, das ging immer hin und her. Unsicherheit und Verfall der Landwege war einer der Gründe, warum Christos Kolumbus nach neuen Seewegen gesucht hat. Und interessant ist ganz sicher auch der Aspekt, dass die Gold- und Silberschätze der neuen Welt, die die Spanier, vor allem die Spanier in Mittel- und Südamerika abbauen ließen oder mehr oder weniger sich angeeignet haben,
flossen zum großen Teil in den Handel mit Gewürzen und Luxusgütern auf den maritimen Seidenstraßen gen Osten wieder zurück nach China, jetzt allerdings unter europäischer Kontrolle. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei dem Problem in Richtung Kolonialismus. Das ist eine meiner Ansicht nach sehr gute, sehr vielsagende Karikatur, die die Aufteilung des chinesischen Kuchens beschreibt. Und Sie sehen, wer daran beteiligt ist. Der chinesische Kaiser oder der Chinese selbst hat gar keine Einflussnahme oder so gut wie keine Einflussnahme mehr darauf, wie der Kuchen zwischen England, Deutschland, Russland, Frankreich und Japan aufgeteilt wird. Durch das Vordringen der entsprechenden Kolonialmächte, Russland, Großbritannien, aber auch Frankreich in den zentralasiatischen Raum, sie nannten das Great Game, und den damit verbundenen Eisenbahnbau waren die alten Seiten, der alten Handelswege allmählich unbedeutend geworden. Und nun kommt eben der ganz wichtige Punkt, dass China sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend den fremden Großmächten, Machtansprüchen der fremden Großmächte beugen musste. Die Opiumkriege, beide Opiumkriege 1840, 42 bzw. 1858 und die dadurch erzwungene Öffnung der Städte an der Ostküste waren ganz sicher einer der Tiefpunkte, dann der Verlust Xinjiangs. Und es begann das Jahrhundert der Demütigung und Schande für China, also praktisch Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Umbrüche in China, Blockbildung, Kalter Krieg, lokale Konflikte führten natürlich zu rigiden Grenzziehungen und damit war die Seidenstraße als transkontinentaler Handelsweg Vergangenheit. Jetzt könnte ich zu der gelben Gefahr kommen. Ich würde aber sagen, ich überspringe diese. Nein, ich mache es doch nicht. Die gelbe Gefahr, das ist ein Begriff, der im 19. Jahrhundert geprägt worden ist. Merkwürdigerweise ursprünglich kommt aus Frankreich, wurde aber übernommen und ist praktisch der Angstbegriff oder ein Horrorbegriff für China, beziehungsweise alles, was aus China kommt. Und hier sehen Sie einen Stich von Hermann Knackfuß, eine Lithografie von Hermann Knackfuß 1895, die auf persönlichen Wunsch nach Ideen und nach Ideen von Kaiser Wilhelm II. Erstellt worden ist und praktisch die gelbe Gefahr versinnbildlichen will. Also das, was da an Feuer kommt, der Buddha, in Form des Buddhas aus China und hier der Erzengel, der die als Allegorien gezeichnet, also die entsprechenden europäischen Damen, Frauen davor bewahren soll, dass diese gelbe Gefahr auf das europäische Kulturland übergreift. Interessant fand ich in dem Zusammenhang eine drei, vier Sätze, die ein chinesischer Student, der in Göttingen studiert hat, in Jena studiert hat, 1931 geschrieben hat in seiner Dissertation. Der geboren ist er noch in Kiaochu, also in der deutschen Kolonie in China. Und der geschrieben hat, das können Sie da lesen, es ist unbedingt nötig, dass man in einem fremden Land eine Herrschaft des eigenen Volkes über Eingeborene aufrichten muss. Nein. Die Welt ist ein gemeinsamer Besitz, also muss kein Volk dem anderen unterstehen. Alle Völker haben dasselbe Recht, nach ihrer Art und Weise auf der Welt neben den anderen zu leben. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Auslandschinesen, nicht nur die Auslandschinesen,
eine Quelle der gelben Gefahr sein, wenn die Chinesen nicht unter dem Joch der Fremdhaftschaft, also einer weißen Gefahr, zu jammern brauchten, würden sie bestimmt sehr froh sein. Ja, Kiao Chu, deutsche Kolonialgeschichte in China. Sie sehen hier das Bild einer kleinen Buchreihe, die die deutschen Kolonien beschreibt, eine Reise durch deutsche Kolonien. Das ist der 6. Band. Das ist Kiao Chu. Das Pachtgebiet Kiao Chu. Es gab im Jahr 1859-62 eine preußische Ostasien-Expedition, die das Ziel hatte, die preußischen Interessen in Fernost entsprechend zu wahren oder eben nicht immer nur den Franzosen und Engländern nachzufolgen, sondern eben auch einen entsprechenden Platz an der Sonne zu haben. Das übrigens kommt aus dieser Zeit, dieser Begriff. Und diese preußische Ostasien-Expedition fuhr praktisch mit Kriegsschiffen in dieser Zeit das Gelbe Meer an. Das führte schließlich unter enormem Druck der Deutschen, ähnlich wie es auch durch die Franzosen und die Engländer durchgeführt worden sind gegenüber China, zu so einem ungleichen Vertrag von 1861. Das heißt, die Chinesen hatten im Prinzip überhaupt gar keine Chance, entsprechend Bedingungen abzugleichen oder Bedingungen zu stellen, sondern sie wurden im Prinzip gezwungen, die Bedingungen der Kolonialmacht, in dem Fall Preußen, alle zu akzeptieren. Diese Expedition war auch dieser Freiherr von Richthofen dabei, der schon damals zu dieser Zeit der deutschen Regierung, Reichsregierung empfohlen hat, in China einen entsprechenden kolonialen Stützpunkt zu errichten. Bismarck hat sich lange Zeit dagegen gewehrt, aber schließlich war die Lobby so stark und man brauchte eigentlich mit einer nur eine entsprechende Vorbereitung oder ein Vorfall, ein Grund, dass ein entsprechender Stützpunkt einfach an der chinesischen Territorium von der deutschen Marine besetzt wurde. Der ist dann tatsächlich 1897 eingetreten. Es sind zwei deutsche Missionare ermordet worden, wobei die Missionarstätigkeit in China der christlichen Missionare eine ausgesprochen unangenehme Sache war, im Normalfall unangenehme Sache war, weil es dort eben enorme kulturelle Verwürfnisse gab, was letztendlich auch ein paar Jahre später zu diesem sogenannten Boxeraufstand führte. Und die durch die Ermordung dieser beiden Missionare waren schon am nächsten Tag oder ein paar Tage später die drei deutschen oder vier deutschen Marineschiffe waren in dieser Bucht, in dieser Kiao Chu-Bucht, und haben sie praktisch in einem kalten Handstreich eingenommen und durch Verhandlungen, wieder einseitige Verhandlungen, am 6. März verpachtete die Qing-Dynastie dem Deutschen Reich die Kiao Chu-Bucht auf 99 Jahre, also ein ähnlicher Vertrag, wie es auch mit Hongkong und mit anderen Besitztümern gemacht worden ist. Ursprünglich war Wilhelm II. Eigentlich nicht an diesen Ort, an diesem Teil Chinas interessiert, sondern er wollte eigentlich Formosa haben, also den heutigen Taiwan. Aber das hat sich zerschlagen. Die am Anfang, genau in dieser Zeit zwischen 1859, 60, 62, 70, 80, waren die Deutschen noch an einer sehr
nachteiligen Position, weil sie noch sehr wenig verstanden im Vergleich, im Gegensatz zu den Engländern, Franzosen und anderen, verstanden von der chinesischen Mentalität, geschweige denn von der Sprache und Ähnlichem mehr, wie das entsprechend funktioniert. Aber sie haben sich dann sehr schnell kundig gemacht und sind entsprechend tätig geworden. Ja, Jiaozhou mit seiner Hauptstadt Tsingtao, das heutige Qingdao, sollte durch technischen Fortschritt und großzügigen Ausbau zur Musterkolonie des Deutschen Reiches werden. Letztendlich war es ein Flottenstützpunkt in Fernost und sollte dort entsprechende Unterstützung bzw. entsprechende Interessen durchsetzen helfen. Es war eine Zuschusskolonie. Bis 1914 investierte das Deutsche Kaiserreich 200 Millionen Reichsmark, mehr als in jede andere Kolonie. Und es wurde stark mit rassistischer Segregation regiert. Das heißt, es gab streng getrennte Europäer- und Chinesenviertel. Und die chinesische Bevölkerung hatte natürlich nur sehr eingeschränkte Rechte in dieser Kolonie. Ja, ein kurzer Exkurs über einen Mannheimer, Rudolf Wahl Junior. Er war Reeder, Mannheimer Unternehmer und Reeder. Der hatte in den 1890er Jahren praktisch Schiffe im ostasiatischen Gewässern, vor allem im Gelben Meer. Und die Kohletransporte unterhielten. Und er wollte natürlich weitergehende geschäftliche Interessen dort wahren und hat sich mehrfach bei der deutschen Regierung für die Errichtung eines nationalen Schutzpunkts dort eingesetzt. Dann schließlich durch die Okkupation der Jiaozhou-Bucht mit Tsingtao 1897 unterstützte er natürlich durch die Versorgung der Marineschiffe. Er verfolgte weiterhin eine Planung mit einer Eisenbahnlinie zwischen Tsingtao und Hainan und weiter nach Peking für weitergehende Wirtschaftsinteressen. Er wollte vor allen Dingen mit Bergwerkskonzessionen, Kohleabbau entsprechend Geld machen. Diese Eisenbahnlinie die Linienführung gibt es heute noch. Heute fahren da Superschnellzüge zwischen Beijing und Tsingtao, wie es heute heißt. Er selber konnte die Fertigstellung dieser ursprünglichen Eisenbahnlinie nicht mehr erleben, weil er relativ früh verstarb. Da sehen Sie ein Bild aus einem alten Tilka-Atlas, wie die Situation ist in dieser Jiaozhou-Bucht. Tsingtao ist ein ganz kleines Fischerdorf gewesen, ursprünglich dort. Und das Schutzgebiet ist entsprechend hier eingerahmt. Und dann gab es noch ein Schutzgebiet in den Verträgen, was dann weitestgehend auch nochmal eine 50-Kilometer-Linie landeinwärts beinhaltete. Ja, der Boxeraufstand, das habe ich schon angedeutet. Der Boxeraufstand war ein Aufstand von, ja, man muss sagen, chinesischen Nationalisten oder auch teilweise dem chinesischen einfachen Volk, im Norden von China ausgehend, die sich gegen diese Überfremdung durch die Besatzungsmächte, durch die Kolonialmächte und vor allen Dingen auch durch die Missionare, die missionarischen Tätigkeiten wehrten. Und die erst einmal als Zielrichtung hatten, gegen die Bekehrten, also die christlichen Chinesen vorzugehen, was sie auch am Anfang gemacht haben, was sich dann aber ausweitete als ein Aufstand gegen die Kolonialmächte insgesamt. Und das führte dazu, dass das Gesandtenviertel in China, in Beijing bestürmt worden ist. Da gab es dann einen entsprechenden Toten. Der deutsche Gesandte in Beijing ist getötet worden. Und da gab es entsprechend diese
Dieses Viertel, das Ausländerviertel, wurde belagert. Und die, durch den Tod dieses deutschen Gesandten wurde dann gab es ein Aufbäumen oder ein Aufschrei bei den Kolonialmächten, und die hatten entsprechende Gegenmaßnahmen durchgeführt. Erstmal lokal haben sie verschiedene Truppenteile zusammengeholt aus den verschiedensten Nationen, die diesen Aufstand dann relativ schnell in Beijing beendeten. Aber der Hauptgeschädigte oder Hauptgedemütigte war natürlich das deutsche Volk, und Kaiser Wilhelm II. Hat dann ein entsprechendes Kontingent von Deutschland aus, es waren glaube ich 20.000 Soldaten, nach China geschickt. Und da gibt es diese sprichwörtliche Hunnenrede, die glaube ich auch jeder kennt von Ihnen, die ein Beispiel ist, wie man das auf jeden Fall nicht machen sollte. Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen, wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt. So möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einem deutschen Scheel anzusehen. Ja, als das deutsche Kontingent in China ankam, war im Prinzip die Sache ja schon erledigt in Beijing. Aber das war nicht genug, man wollte Vergeltung und hat dann entsprechende Strafexpeditionen ins Land geschickt. Und die Engländer vor allen Dingen mit dieser Hunnenrede im Gedächtnis haben immer gesagt, also wenn es brenzlig wird, dann sollen die Germans to the front, das heißt nach vorne mit diesem Impetus. Ja, zu Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 wurde Kyaoshu durch japanische Truppen besetzt. Die Japaner haben sich am Ersten Weltkrieg sehr schnell auf die Seite der Alliierten gestellt, waren überhaupt schon sehr erpicht auf das, was auf Kyaoshu. Und dieser Übermacht konnte diese doch eingeschränkte militärische Präsenz in Kyaoshu nicht lange standhalten. Es gab sehr schnell eine Aufgabe von Kyaoshu. Mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages verzichtete das Deutsche Reich auch formal dann auf alle kolonialen Ansprüche in China. Die in anderen imperialistischen Mächte taten dies erst 1942. Es ist interessant zu wissen, dass Kyaoshu am Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Gründung der Volksrepublik China ein US-amerikanischer Flottenstützpunkt war. Ja, damit war das Neapel am Gelben Meer, wie es genannt wurde von den Deutschen, wieder chinesisch und heißt heute Qingdao. Hat über 7,5 Millionen Einwohner und ist einer der Partnerstädte von Mannheim. Das ist die Situation nochmal etwas weiter. Man sieht, dass Qingdao in einer recht zentralen Rolle, zentralen Position im Gelben Meer gegenüber Korea, Russland, Japan und natürlich China positioniert ist. So, jetzt komme ich zu der Neuen Seidenstraße. Da ist ganz interessant, erst einmal zu sehen, den historischen Vergleich der Wirtschaftskräfte Europa, China oder Asien. In der Antike war es so, dass alle westlichen Imperien nur ein Viertel des Welthandels stellten, während China und Indien die restlichen drei Viertel. Um 1200 war der europäische Anteil nur noch 10%, der Rest war Asien. Um 1500, bei der Beginn der Kolonisierung, waren China und Indien zusammen 70%. Bis dahin wuchs die Weltwirtschaft linear, proportional dem Bevölkerungswachstum. Die industrielle Revolution und die Kolonisierung änderten das radikal in Richtung Wachstum oder exponentielles Wachstum zugunsten zuerst Europas und dann den USA.
Zwischen in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert, wuchs der westliche Anteil auf 80%. Inzwischen hat Asien aber wieder aufgeholt. Das heißt, der Anteil des Westens ist auf unter 40% gesunken und sinkt weiter. Die Hintergründe dieser neuen Seidenstraßeninitiative, wenn man ganz kurz subsumiert, ist Zerfall der Sowjetunion und Etablierung unabhängiger zentralasiatischer Staaten. Das sind vor allem die Stan-Arten, wie man sie nennt. Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan. Intervention des Westens im Nahen und Mittleren Osten. Und natürlich der Aufstieg Chinas. Es gab einige Initiativen, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aus Zeitgründen, die auch von den westlichen Ländern oder von Russland initiiert worden sind, aber im Vergleich zu der chinesischen Initiative blieben sie alle ohne weitreichende Ergebnisse. Etwas unglücklich oder interessant finde ich das, was die USA damals unter Hillary Clinton angefangen haben, vor allem die Namensgebung. Das ganze New Great Game zu nennen, finde ich also zumindest etwas zweifelhaft, wenn man weiß, was unter dem Great Game in der Vergangenheit verstanden wurde. Ja, das ist jetzt das erste Bild, was die BRI, Belt and Road Initiative, zeigt in dem Provinzmuseum von Gansu, also in dem Zentrum der alten Straße, alten Seidenstraße. Das ist ungefähr hier, schon sehr nah an dem chinesischen Zentralareal. Da sieht man die verschiedenen Projekte oder verschiedenen Initiativen der Seidenstraße. Das Projekt der neuen Seidenstraße präsentierte 2013 als erstes Chinas Präsident Xi Jinping im Kasachischen Astana. Und erläuterte das dann später 2017 auch in Shanghai und Beijing. Seine Begründung war ganz klar, diese Initiative ist als internationales Friedensprojekt zu verstehen. Das heißt, alle Länder achten ihre gegenseitige Souveränität, Würde und territoriale Integrität. Ganz klar ein Rückblick mit einer Konsequenz dessen, was in dem Jahrhundert davor passiert ist. Die maritime Silk Road Initiative wurde entsprechend dann in Indonesien mit den ASEAN-Ländern angegangen. Und das sind die Kennzahlen des BRI-Projektes. China wird investiert seit 2013 2 Billionen, am Anfang war nur 1 Billion, aber es ist inzwischen verdoppelt worden, 2 Billionen US-Dollar für Infrastrukturinvestitionen. Hauptsächlich in Form von Krediten. Und die sind inzwischen auch über viele Einzelprojekte, 1000 Einzelprojekte zugesagt worden. Mit mehr als 100 beteiligten Staaten ist über die Hälfte der Bevölkerung beteiligt. Über 50% des globalen Bruttonationaleinkommens, beziehungsweise 75% seiner Energiereserven. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich über chinesische Entwicklungsbanken, aber es gibt auch andere, es gibt auch internationale Banken und Spezialfonds, in denen auch die Bundesrepublik beteiligt ist. Ja, Chinas Ziele sind recht klar, die Entwicklung seiner bislang rückständigen Westprovinzen, da sind wir wieder bei Xinjiang oder Xinjiang, die politische, wirtschaftliche Stabilisierung des asiatisch-mittelasiatischen Raums und die Sicherstellung seiner Versorgung mit Energie und anderen Rohstoffen. Dass damit natürlich China auch weltwirtschaftliche und politische Positionen insgesamt stärken und ausbauen will, ist, glaube ich, selbstverständlich. Und so sieht das aus. Was im Moment die BRI-Ausmaße sind, das sind die maritimen Seidenstraßen, das sind die Seidenstraßen auf dem Landweg, vor allen Dingen Eisenbahnrouten, aber auch Straßenrouten und eben Ölpipelines, Gaspipelines und entsprechende Transportkorridore. Okay.
Ja, was Sie realisiert haben bisher schon, das ist nur eine kleine Auswahl. Es gibt entsprechend diverse Containereisenbahnverbindungen zwischen China, Teheran, Österreich, Deutschland und so weiter und so weiter. Containerrouten zur See, Eisenbahnstrecken. Den Hafen von Hambantota, das ist dieser dort, ist sehr wichtig, logistischen Gründen, strategischen Gründen. Ja, das ist so ein Beispiel, wo die Kritik dann der westlichen Länder einsetzt, da komme ich gleich dazu. Ausbau des Hafens von Gwadar, Pakistan, das ist dieser dort, sehr wichtig, der diesen China-Pakistan-Korridor entsprechend begleiten soll, beziehungsweise beenden oder anfangen soll. Ja, die Übernahme des Hafens von Piräus durch ein chinesisches Unternehmen ist eine direkte Konsequenz der EU-Troika im Rahmen der Verhandlungen mit Griechenland damals. Ja, inzwischen ist das BRI-Projekt ausgeweitet worden und man sieht, eigentlich hat es mit der Seidenstraße direkt nur noch wenig zu tun. Die Seidenstraße dient eigentlich nur noch als Etikett dafür. Man sieht Chinas Engagement mit diesem Projekt vor allen Dingen in Afrika teilweise auch in Südamerika, Mittelamerika. Hier sieht man die Zahlen, wann diese entsprechenden Länder dazu gestoßen sind. Ja, nun kommen wir zur westlichen Kritik am BRI-Projekt und das haben Sie ja wahrscheinlich auch in der Presse gelesen. Das war ja nun auch Teil dieser G7-Konferenz in Cornwall. Kreditvergabe kann natürlich zu Schuldenfalle für Entwicklungs- und Schwellenländer werden, in dem Moment, wo sie die Kredite nicht mehr rechtzeitig bedienen können. Ist zum Beispiel in Hambantota der Fall geworden. Ne? Also dieser Sri Lanka-Hafen Hambantota ist tatsächlich so abgewickelt worden, weil Sri Lanka konnte den Kredit nicht entsprechend zurückzahlen und hat das praktisch dann den chinesischen Unternehmen überschrieben. Hat man aber gelernt, wird heute etwas anders gemacht. Die Art und Durchführung der Infrastrukturprojekte durch chinesische Firmen ist ganz sicher ein Kritikpunkt. Am Anfang hat man geglaubt, vor allen Dingen die zu fördernden Länder haben geglaubt, das ist prima, das ist natürlich ein Beschäftigungsprogramm für uns. Man kann selber da entsprechend Arbeit finden und so weiter. Dem war am Anfang zumindest nicht so, ist auch teilweise heute noch nicht so. Wenn Projekte durchgeführt werden, dann werden praktisch die Arbeit und die chinesischen Firmen komplett verschifft oder eingeflogen und führen das Projekt dann praktisch in chinesischer Regie und mit chinesischen Arbeitern durch. Auch das hat sich inzwischen geändert, weil die Akzeptanz dadurch natürlich erhöht werden kann in diesen Ländern. Ja, Verknüpfung von BRI mit Militärkooperation, also sogenannte Wächter der Seidenstraße. Ja, klar, dass die Chinesen natürlich dort eine entsprechende Option wahren wollen. Das ist am Horn von Afrika zum Beispiel der Fall, dass dort also Häfen tatsächlich unter militärischer oder Kontrolle der chinesischen Marine sind. Xinjiang haben wir gesehen, haben wir schon gehört. Die Uiguren-Problematik würde ich vielleicht nur, wenn jemand fragt, nochmal etwas intensiver darauf eingehen wollen. Ressourcenkonflikte können eintreten in dem Moment, wo China große Projekte in den Grenzregionen macht, zum Beispiel in Richtung Südostasien. Wenn dort Flüsse zum Beispiel umgeleitet werden, dann kann es dort zu Problemen bekommen. Naja, und ganz allgemein natürlich die globale Ausweitung und damit die Einflussnahme über den eigenen direkten Bereich hinaus. Das hat sich auch niedergeschlagen, beispielsweise in einer Karikatur, die ich in der Süddeutschen Zeitung gefunden habe, recht aktuell. Und die zeigt die Seidenraupe in Nimmersatt. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als der entsprechenden Autor der Raupe Nimmersatt verstorben ist. Und das hat der Karikaturist sofort umgesetzt. So, jetzt Mannheim und die neue Seidenstraße. Ganz schnell, hoffe ich doch.
2014 kam der erste Containerzug aus China in Duisburg an. Zurzeit werden dort ca. 35 Züge pro Woche abgefertigt mit steigender Tendenz. Mannheim ist 2018 einer von drei westlichen Haltepunkten der Güterzüge aus China ausgewählt worden. Der erste Zug fährt nach, von Mannheim nach Chongqing. 41 Container, 11.000 Kilometer, 18 Tage. Das waren Kfz-Teile von Daimler. Ja, jetzt innerhalb des ersten Jahres ist etwas enttäuschend, sind nur 4 Züge gefahren. Inzwischen wird aber planmäßig wohl ein Zugpaar pro Woche abgefertigt. Die Herausforderung besteht einfach darin, die Züge von Europa oder von Deutschland nach Mannheim oder nach China zu füllen. Ja, also meist fahren leere Züge oder nur sehr geringfügig gefüllte Züge zurück, zum Beispiel mit einem Eichbaum-Container beladen. Wobei für die Nicht-Mannheimer Eichbaum ist es also kein Holztransport, sondern das ist die hiesige Brauerei. Und das ist im Rahmen Zusammenhang mit Qingdao natürlich auch Eulen nach Athen bezahlen, weil die haben ihre eigene Brauerei, die übrigens auf deutsch-englische Wurzeln zurückgreift, das berühmte Qingdao-Bier. Ja, kurze Zusammenfassung. Die historischen Seidenstraßen dienten im Altertum Mittelalter als transkontinentale Verbindung zwischen Europa, Asien und Nordafrika. Für was sie benutzt werden, habe ich Ihnen erläutert. Militärische Expansion, Handel, kulturellen Wissenstransfer zwischen Ost und West. Der große Einbruch gab es dann später bei der Kolonialisierung. Das heißt, die westlichen Kolonialmächte haben China Mitte des 19. Jahrhunderts in ein Jahrhundert der Schande gestürzt. Und das hat immer noch ganz starke Nachwirkungen auch auf die politischen Entscheidungen heute. Die neuen Seidenstraßeninitiative als weltweit größte Infrastrukturmaßnahmen konkurrieren mit der neoliberalen Globalisierung westlicher Prägung. Und das, wir haben es tatsächlich mit einem echten Systemwettbewerb zu tun, wie es auch jetzt auf dem G7-Meeting formuliert worden ist. Und man kann gespannt sein, wie es ausschaut, wie es ausgeht. Ja, so sieht China heute aus. So sehen wir es natürlich. Das ist diese berühmte Skyline von Pudong in Shanghai. Vieles ist klar, aber manches ist auch noch im Nebel. Aber es gibt immer noch andere Seiten von China. Und das ist dieses Bild. Das zeigt Hangzhou am Westsee, ungefähr 120 Kilometer, etwas über 100 Kilometer südwestlich von Shanghai. Eine ganz alte Stadt, chinesische Stadt, in der übrigens, ich glaube, 2017 der Weltwirtschaftsgipfel war. Hangzhou hat für China eine ganz große Bedeutung, weil diese Landschaft von oben, wie Sie hier sehen, die Landschaft von oben ist für die Chinesen der Inbegriff der Harmonie. Und sie wurde wirklich gestaltet. Und sie ist natürlich auch am Ende, an einem der Enden der Seidenstraße, ist die Stadt der Seide, weil dort gibt es tatsächlich ursprünglich viele seidenverarbeitende Betriebe und entsprechende Museen auch zum Beispiel für Seide. Ja, jetzt bleibt mir noch zu sagen, danke, vor allen Dingen danke an Herrn Hoffmann in Leipzig. Herr Hoffmann hat über die Seidenstraße ein sehr schönes Skript verfasst, was große Teile meines Vortrags beinhaltete. Vielen Dank nochmal an Herrn Hoffmann. Und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe nicht die Hälfte erzählt, was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte. Das ist ein Zitat von Marco Polo.
Das mit der Hälfte stimmt. Ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen. Vielleicht eine Idee für noch einen Vortrag. Aber ich hoffe, Sie haben mir geglaubt. Dankeschön. Ja, recht herzlichen Dank, Klaus Kilbert, für diesen Vortrag. Das ist enorm, ja. Die Zeit ist verflogen. Es ist über eine Stunde, aber das ist okay. Wir haben bisher eine Frage, die schon relativ früh gestellt worden ist und ich denke, die zwischendurch auch sich fast ergeben hat. Die Gertrud Rettenmeier fragt, inwiefern profitierten alle Anrainer vom Handel an der Seitenstraße? War der Handel mehr von Großmächten getrieben oder von kleinräumigen Interessen? Ich glaube, es war eine Mischung. Also bei dem lokalen Handel waren natürlich die direkt anliegenden Gegenden profitierten davon, weil das war ja, wurden ja nicht nur die großen Seidenballen transportiert, sondern es gab eben noch andere Waren, die da transportiert worden sind über kurze Strecken. Also insofern haben alle profitiert, sowohl die Anfangs- und Endstationen über die Waren, die wirklich von China bis zum Endverbraucher nach Europa gingen, als auch die lokalen Händler, die nur kleine Teilabschnitte der Seidenstraße bedienten. Ja, ich sehe gerade, dass noch eine Reaktion ist, aber es war geklatscht. Dankeschön. Und, vielleicht Vielen kommt Dank. Noch eine Frage. Also alle die noch dabei sind, und das sind immer noch ziemlich viele, also eigentlich so gut wie alle, ihr könnt jetzt was fragen. Tut es mal. Noch haben wir Sendezeit. Vielleicht war es auch einfach zu viel. Mir ist es ja selber, wo ich mich mit diesem Thema befasst habe in der Vorbereitung von dieser Veranstaltung. Ich habe gedacht, das ist ja eine so eine Welt. Wieso weiß man davon nichts? Das ist aber, es ist dieser Eurozentrismus, der wirklich uns eigentlich dumm hält. Ja. Ja, gut, wenn jetzt einfach keine Fragen mehr kommen. Ja, ich könnte vielleicht noch ein Bild zeigen, was ich recht interessant finde in dem Zusammenhang. Einen Moment. Jetzt müsste ich mal. Nein, ich kann es leider nicht. Tut mir leid. Gut. Gut, dann würde ich vorschlagen, eben tut sich was. Reinhard Gebhardt, was denken Sie, mit welchen Zielen jetzt Bundeswehr-Kriegsschiffe ins chinesische Meer fahren? Und Fritz Hoffmann, können Sie bitte nochmal den Zusammenhang zwischen Troika und der Übernahme des Hafens in Griechenland erläutern? Ja, ich leider technisch etwas unbedarft. Ich habe den Artikel gelesen in der letzten Zeit, in der unsere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer interviewt worden ist auf Guam. Wie sie erläutert hat, was
dahinter steckt, dass die Fregatte Bayern im Herbst ins Gelbe Meer fährt. Ich finde das auch etwas unglücklich mit dem geschichtlichen Hintergrund. Ich glaube auch, dass die Bundesregierung selber da nicht gerade das beste Gefühl hat für diese Aktion. Aber es ist einfach wohl im Zeichen der Solidarität gegenüber den Bündnispartnern zuzuschreiben, dass man sagt, also man kann sich dem nicht entziehen. Und wir lassen dieses Schiff mal einmal dort herumfahren, muss ich schon seiner sagen. Es sind alle kritischen Bereiche werden bewusst ausgeblendet. Also die Bayern wird nicht zwischen Taiwan und China fahren, weil das wäre ganz sicher ein ganz kritischer Teil der Fahrt. Sie wird einen Freundschaftsbesuch in Shanghai machen, was immer das dann letztendlich bedeutet. Und da müssen wir mal abwarten. Ich glaube, diese Diskussion, da wird noch eine Diskussion drüber geführt werden, wie dann man das einsortieren soll. Die Frage nach Piräus und der Troika ist relativ klar. Wir haben ja diese Verhandlungen zwischen Griechenland und der EU mit der Troika als entsprechendes Ausführungsorgan vor Ort doch recht intensiv mitbekommen vor einigen Jahren. Und eine der Auflagen, um dieses Defizit im griechischen Haushalt zu reduzieren oder zu bremsen zumindest, weitergehend zu bremsen, war die Privatisierung der entsprechenden staatlichen Unternehmen. Und dazu gehört auch der Hafen von Piräus. Und dann wurde tatsächlich der Hafen von Piräus angeboten. Und aufgrund seines, ja, jetzt neutral gesagt, suboptimalen Zustandes hat man in unserem westlichen Teil oder dem normal angenehmeren Teil der Welt keinen Interessenten gefunden. Und so hat das COSCO übernommen, also das chinesische Unternehmen, und hat den Hafen erst einen bestimmten Prozentsatz und dann weitergehend die Mehrheit hat diesen Hafen gekauft. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ist der Hafen durch enorme chinesischen Investitionen modernisiert worden, auf entsprechenden neuestem Stand gebracht worden, weil das ist eines der Hauptumschlagpunkte für chinesische oder für Container auf dieser neuen Seidenstraße in Richtung Europa und darüber hinaus. Das tiefergreifende Problem ist eigentlich eher, dass die Werft oder die Hafenarbeiter, die Arbeiterschaft in Piräus, die per se reduziert worden ist, natürlich die verbleibende Arbeiterschaft sich nicht unbedingt zu Hause fühlt mehr. Sagen wir es mal so. Ja, danke schön für die Antwort. Im Moment sind keine weiteren Fragen. Dann mache ich nochmal den Versuch, die nächste Veranstaltung anzukündigen, nämlich heute in einer Woche geht es um das Thema Kautschuk. Kautschuk, die Basis von Gummi, ein wildes und lang schon im Handel seiendes Kolonialprodukt, was heute noch unglaublicherweise
zum Beispiel in den ganzen Autoreifen und auch Fahrradreifen enthalten ist, benutzt wird. Über die Gewinnung von Kautschuk und die Herstellung und die Verhältnisse, die sich darum entsponnen haben, wird nächste Woche die Gertrud Rettenmeier berichten, an gleicher Stelle. Ah, nein, nicht ganz, stimmt gar nicht. Das ist die erste Live-Sitzung. Live-Sitzung heißt, dass wir in der Abendakademie in U1 im großen Saal sind, aber es wird auch gestreamt. Das bedeutet, dass man auch von zu Hause aus das dennoch mitgucken kann oder auch irgendwann später. Wir werden den Link zu den entsprechenden Streams auf der Webseite von Rhein-Neckar Industriekultur veröffentlichen und auch die Abendakademie wird es selber auch machen. Die ganze Serie wird sozusagen dann dadurch konserviert, aufgehoben. Ja. Ich schaue gerade noch mal, ob es noch was gibt. Nachfrage ist die Einschätzung, dass nach Wirtschaftskriegen auch heißer Krieg Option. Ich fürchte ja, dass das durchaus so sein kann. Es fehlt dann immer noch ein kleiner Anlass. Und da haben wir schon viele Kriege gesehen, die damit angefangen haben. Deswegen ist umso wichtiger, ein bisschen zu wissen, was die Hintergründe sind, wer wen wann über den Tisch gezogen hat. Und vielleicht müssen wir auch gucken, wen wir wählen. Okay, jetzt machen wir Schluss. Ich danke nochmal ganz herzlich dem Klaus Kilbert für seinen Vortrag, der enorm war. Und ich danke der Abendakademie, dass sie uns so unterstützt haben es ist einfach toll, dass es sowas gibt. Hätten wir alleine nicht hingekriegt. Also, machen Sie es gut. Schöne Woche. Bis dann. Dankeschön.